Oh, der Prinz von Lutheran. Sylvien. Ach, jetzt treten sie sich gegenüber. Jetzt kommt zum Duell. Oh, die hauen sich da einen auf der Mütze jetzt. Da mischen wir natürlich mit halt, ne? Oh, jetzt sollen wir den protecten. Wir sollen ihn schützen. Komm, machen wir doch platt. Ah, das geht schon ganz gut jetzt. Vor allen Dingen, wenn man dann gleich den Stun. Hey, warum macht er das zurück? Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Oh, habt ihr gesehen, wie der weggeflogen ist? Alter Schwede. Ich bin voll wieder da. Herzlich willkommen zurück, gelber Drache. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Nein, Spunky habe ich noch nicht. Wollte ich aber noch machen. Also den Trailer habe ich schon gesehen. Den Trailer habe ich schon gesehen. Horaculous, ist das Game in Deutschland schon released? Nein, noch nicht. Es gibt es jetzt momentan, also letztes Jahr in Korea. Dann im Oktober diesen Jahres ist es auf die russischen Server in die Open Beta gegangen und die spiele ich gerade. Ne? Wird aber nächstes Jahr irgendwann, denke ich mal schon. Machen wir nackig. Au, 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 da haben wir aber ordentlich. So, Mendes. Moment. Madness heißt das. Madness, Dankeschön für dein Follow und willkommen. So, wir sollen weiterziehen, ne? Wir sollen jetzt da hinten hin. Ich würde mal sogar sagen, den Rhythm Buckshot, den würde ich sogar noch einen nach vorne setzen. Weil dann könnten wir nämlich die Gegner schon wieder CC'en, weil die ja aufstehen. Die sind ja gestunt. Dann kriegen sie ja den Stigma rein. Diese Convection Mode und dann. Oh. Was war das denn? Voll den Matrix-Stil hier. Aua, aua, aua. Was macht er jetzt?
Auweia. Ah, jetzt ist es ein realer Feind hier. Mal gucken. Finde ich komisch, warum dürfen wir denn noch nicht? Ja, es gibt scheinbar... Horaculus, es gibt wahrscheinlich noch gar keinen Publisher. Also wurde ja vorhin im Stream gesagt. Von jemandem, das ja halt eben MailRU sich bereit erklärt hat, wenn sie keinen Publisher finden, dann würden sie das releasen. Muss man mal gucken halt eben. Deren Qualitätsanforderung gerecht wird. Ja, das könnte durchaus sein, Spanky. Das könnte durchaus sein. Ja, das liegt im Bereich des Möglichen. Das glaube ich auch so in der Richtung. Es müssen ja Verträge gemacht werden. Es müssen ja Richtlinien oder Qualitätsrichtlinien eingehalten werden und so weiter und so fort. Und das kann halt nicht jeder Publisher halt, ne? Man muss das ungefähr so... Die werden wahrscheinlich auch einen Publisher nehmen wollen, der auch bestimmte Zahlen bietet halt, ne? Also sprich, der auch wirklich gut Promotion und Marketing hat. Und werden wahrscheinlich keinen kleinen Publisher nehmen wollen. Sie wollen ja das Spiel vermarkten und wollen ja damit auch Geld verdienen. Ist ja auch legitim halt, ne? Es ist ja ein geiles Spiel und ein Spiel, was mir Spaß macht. Warum sollte man da nicht supporten? Und die sehen das halt genauso, ne? Die Entwickler, die wollen natürlich auch da Erfolg haben, ein bisschen Erfolg sehen. Dann geht es ja wahrscheinlich auch um Franchise-Rechte, weil wenn die das jetzt publishen, dann gibt es ja, kriegt ja der Entwickler kriegt ja Geld von den Publishern dafür, also Lizenzrechte und so weiter, so eine Art Franchising halt auch, ne? Geht es ja auch noch darum dann halt. Also es gibt so viele, viele Sachen, warum die Publisher da vielleicht nicht so ganz hinterherkommen und natürlich halt die Qualitätsanforderungen. Ne? Also da gebe ich dem Spanky recht, würde ich jetzt auch sagen. Aber da wird es definitiv einen Publisher geben. Und wenn es Microsoft ist. So, wir müssen hier wieder Steine ablegen. Also, die Möglichkeit, Horaculus, ist halt eben, dass du sagst halt eben, ja, hey, ich hab Bock drauf, ich spiele jetzt erstmal auf den russischen Servern. Und dann später weiß ich auch genau, wie es dann auf den EU-Servern geht. Ne? Oder du sagst halt eben, ich warte halt eben. Es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Und wie sagt man immer, die Vorfreude ist ja auch immer am größten halt, ne? Oder am schönsten. So, Max, bin, komm home, schau, ich bin aktiv, ist alles klar, okay, viel Spaß dir, Sockern. So, was ist das? Pick up. Müssen wir auch abgeben? Und noch einmal... Kampfkisten hier. Support. Supportkisten hier. Ja, guck da, hier. Das sind die Mädels von heute. Die schleppen heute alles allein. Selbst ist die Frau, sagt man ja, ne? Guckt euch mal, was ich da auf dem Rücken habe. Was denn? Ja, cool aus. So, wir müssen jetzt hier mit denen reden. Was sollen wir denn jetzt machen? Ah, wir sollen Y und dann Encourage. Jo, das haben wir auch gemacht. Nein, wir müssen erst
zu diesem hin. Wir müssen erst den Teleport aktivieren. Sind wir jetzt richtig? Ne, wir müssen hier raus, ne? Da müssen wir lang. Ja, genau. Hier rum. So, nun gehen wir mal. Wir sollen das Leuchtfeuer entzünden. Gut. Und wir sollen jetzt zurück Bericht erstatten. Ja, gleich 29. Und weiter geht's. Ah, wir müssen nach Norden raus. Einfach nur der Hauptquest erstmal folgen. Wall of Glory. Na, bin ich ja mal gespannt. Sorry, wenn ich das sage, aber das erinnert mich so ein bisschen an einen Schatten von Mordor. Da gab es eine Sequenz auch so mit der Mauer, die so ein bisschen kaputt war. Vielleicht kann sich jemand noch daran erinnern. Ja Mensch, vielen Dank Amblin für dein Follow auf Mixer, ne? Amblin, alles gut? Hat er da jetzt auch gefollowt? Wie geil ist das? So. Die Schlacht um Helms Klamm, genau Blizzard. Ich wusste nicht mehr, wie das da genau hieß, aber ja, das erinnert mich daran da. Da ging es doch auch so. Oder sah auch so, das Setting sah so aus halt, ne? Nur, dass das jetzt hier Elfen sind oder Elfen wären. Ne? Und nicht hier so Menschen. Ich glaube, ne? Das war doch Elfenarmee, ne? So, was sollen wir denn jetzt hier machen? Okay, wir sollen den Siege Tower, also den Belagerungsturm, sollen wir hochklettern. Ja. Hi, Jananamana. Die Grafik ist einfach geil für ein Game, was aus 2015 kommt. Und welches Level bist du schon? Ich bin jetzt Level 28. Madness! Herzlich willkommen, Madness. Danke für die Info. Ich hatte mich da schon drum gekümmert. So, los geht's. Ja, das sieht doch so ähnlich aus, ne? Wenn man jetzt so das Setting, ne? Sieht doch so ähnlich aus, ne? Das sieht schon hammergeil aus. Guck mal, jetzt stehen die Ritter hier rum. Kommen die mit? Ach, die folgen mir. Ah. Umsatz gemacht. Ja.
genau. Wer sagt das? Halt eben, ich habe mich mit einem GM und CM unterhalten. Und der sagte halt eben, dass das Gefahr auf eigene Gefahr ist. Halt eben. Dürfen, von dürfen hat er nichts gesagt, sondern das Team auf eigene Gefahr, weil es da eben halt die User License Agreement noch geändert werden müssen, bla bla bla. Und er konnte da auch keine genauen Aussagen dazu machen, deswegen sagt er auf eigene Gefahr. Halt eben. Okay, ne? Aber trotzdem, ne? Danke. Müssen wir jetzt hier was machen oder müssen wir warten? Ist gar nichts, ne? Die stehen hier einfach nur rum. Also wie gesagt, die Aussage vom CM und GM des Spiels sagte halt eben, die können dazu nichts Genaues sagen, weil eben halt eben die Anpassungen noch nicht stattgefunden haben, weil ja auch ein Englisch-Patch gerade entwickelt wird über den Launcher. Und solange die License Agreements nicht geändert werden, ach, wir müssen hier hinten, ja, oder was? Ja. Solange die nicht richtig in die richtigen Richtlinien geändert worden sind, halt eben bewegt man sich da in einer rechtlichen Grauzone, so war die Aussage. Und deswegen kann er dazu halt nichts Genaues sagen und deswegen halt eben ist das halt auf eigene Gefahr halt, ne? Das war so die Aussage, die ich dann. Oha. Und darauf berufe ich mich dann halt auch, ne? Sollte halt eben derweil es andere Informationen geben, halt eben, wo es genau drinne steht, also wirklich explizit, dass es verboten ist, dann nehme ich auch diesen Englisch-Patch auch wieder raus, halt, ne? Also das wäre jetzt auch kein Thema, ne? So, haben wir auch fertig? Genau, müssen wir jetzt weiter. Wir müssen jetzt hier oben hin. Also Madness, wenn du da irgendwie eine direkte Aussage von einem GM oder einem CM hast oder eine offizielle Aussage von dem Entwickler halt eben, dass das schriftlich, also schwarz auf weiß, irgendwo einen Link hast oder sowas, wo das dann halt genau drin steht, dann, also nicht nur irgendwie allgemein oder sowas, sondern schon explizit, dass das halt nicht erlaubt ist, dann gerne, kannst du gerne reinposten. Wenn, ansonsten kannst du mir den Link auch schicken, wäre ich dir auf jeden Fall sehr verbunden darüber. Ja, wenn dann die rechtliche Geschichte geklärt ist, dann weiß man ja auch, was man machen kann. Und solange da als nichts Explizites gibt, berufe ich mich halt eben auf die Aussagen von den CMs und von den DM. So, haben wir auch. Kann man die runterschubsen? Ja. Kann man runterschubsen.
Haben wir ja gleich die Burg eingenommen, ne? Wow, die hat aber richtig reingehauen, ne? So, nehmen wir hier auch noch mit. Da lacht das Herz. War das overpowered, ja, ne? Bist wieder im aktiven Modus des Olifas, na bitte. Willkommen zurück, Olifas. War das overpowered, ja. Oh, guck mal, reißen sie alles raus. Und jetzt mit Schwung. Mit Schwung erstmal das Tor kaputt gemacht. Ja. Oh, jetzt gibt's auf die Mütze. Einmal drauf da. Wow! Komm nicht mal rein, Herrmann! Der ist auch weggeflogen. Wo kommen denn die Einzelnen immer her hier? So. Ja, ne? Was in Lost Ark immer alles abgeht. Geiler, ne? Richtig, ja, geile Story, muss man sagen. Definitiv. Was müssen wir denn da oben jetzt machen? Moment. Wow, der hat aber auch eine dicke Rüstung. Wow, wow, wow. Ach du Scheiße, was hat der denn für ein Riesenfeld? Hm.
Nein, nein, nein. Oh Gott, Glück gehabt. Meine Fresse. Ach, jetzt bin ich natürlich wieder betäubt. Der saugt mich an. Glück gehabt. Wow. Dann saug mal weiter, mein Freund. Der war sauber, oder? Sonntag noch in Schwitzen bei den Bossen. Das kannst du aber laut sagen, ne? So. So, was haben wir jetzt? Ach, wir sind aufgestiegen, ja wieder 15 Punkte. Oh, müssen wir mal hier neu skillen. Soundwave auf jeden Fall hoch. Moment mal, Top Performance muss ich auch skillen, ne? Ah, das ist natürlich blöd. Warte mal, da mache ich Top Performance hoch. Also die drei Skills wären auf jeden Fall nice, ne? Wenn man die hoch macht. 7 von 15 hier. Bop, 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 bop. Oh, müsste man mal nochmal resetten alles. 7 Punkte. Machen wir mal Stigma. Und Area. Ja, nehmen wir mal mit hier. Safe. So. Wie, der hat was fallen lassen. Wo denn? Ich glaube zu spät, ja. Ich glaube, das ist zu spät. Oha! Julian, sind wir loyal? Nein, wir sind es nicht. Wir sind nicht loyal gegenüber denen. Wir sind den anderen Prinzen loyal gegenüber. Aber man hätte also auch den Bösen wählen können. Das ist ja interessant. Komm, den machen wir jetzt. So. Team Rockwell, Dankeschön für dein Follow. Willkommen. Ach du Scheiße, was ist das denn für einer? Ja.
wow, 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 wow. Der schießt mit Schwertern um sich. Boah, bloß nicht hier, ne? Mensch, so schnell kann man noch gar nicht laufen. Dem habe ich es aber gegeben von hinten, aber richtig. Moin, Andi B. Absolutes Top-Game, ja. Muss ich sagen, Andi. Gebe ich dir vollkommen recht. Absolut geil. Du hast trotzdem gegen den gekämpft? Ja. Ist das schlimm jetzt, dass ich gegen den gekämpft habe, Vesvir? Das war doch der Böse. Ach, der Arman wieder mit seiner Kuppel hier. Ach so, wenn du hier anschließt, dann slapp ich ihn dann. Ach, guck mal an. Ja, das wusste ich nicht. Aber kommt also immer auf den Kampf hinaus. Ach so, alles klar. Oh, jetzt der hier auch noch. Wie viele Bosse habe ich denn noch hier? Oh, 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 oh. Nicht gut. Diesmal hatte ich mir den aufgehoben. Alter, wie viel Aus hat denn der noch? Der nervt aber schon ein bisschen, ne? Falls ich den überlebe. Mann, der hat aber auch eine Range, ne? Bin betäubt. Gehabt. Wo ist er hin? Der wird immer flinker, der Junge. Natürlich, ich war doch hinter ihm. Wo ist er hin? Jetzt ist er die Treppe runtergerannt. Natürlich, der ist er doch glatt aus der Inni rausgesprungen. Das ist doch ein Cheater-Mob. Wir ziehen ihn mal hier rein wieder.
Der ist krank. Der ist krank, der Mob. Alter, ich komme auch gar nicht zum Schlagen hier. Das ist doch... Das ist... Der hat's schon in sich. Ich meine, ich hätte gegen den Dicken, gern gegen den Dicken gekämpft, ne? Gut und böse, wie schwarz und weiß, das gibt es nicht. Das sind immer zwei Seiten einer Geschichte, genau. Wo man die Bosse ohne Schaden zu kriegen muss, halt eben, ne? Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Ja, einer guten Herausforderung klingt das, den Hardcore-Modus ohne Schaden zu überleben, ja. Glaub ja. Ist schon klar, verstehe. Ja. Bitte, den haben wir jetzt auch. Den haben wir es gegeben ordentlich. So, Leute. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für heute, ne? Sind ja jetzt auch schon in, sind ja 3 Stunden jetzt, glaube ich. Ja, genau, 3 Stunden. Damit haben wir den Sonntag eigentlich auch wieder ein bisschen verbracht. Ein paar Stündchen mit Lost Ark, ne? Seid gespannt. Stream geht weiter. Checkt meinen Discord. Oder meine beiden Discords aus, halt eben, wenn ihr wissen wollt, wann beziehungsweise der nächste Stream läuft. Denke mal, dann halt eben geht's weiter mit Arc Age Unchained. Conqueror's Blade wollte ich nochmal spielen. Astellia haben wir noch. Ne? Und natürlich auch gibt's auch diverse andere Games, die ich jetzt gerne in nächster Zeit auch wieder zocken möchte. Die ich euch auch mal ein bisschen vorstellen möchte. Also neuere Games, die jetzt kürzlich auf den Markt gekommen sind und die vielleicht nicht so viel Hauptaugenmerk auf sich gerichtet oder gelenkt hatten. Müssen wir mal gucken halt, dass wir dann mal einen Tag dafür nehmen, dass wir dann da was anderes machen halt, ne? So, jetzt Arc Age, Lukas, genau. Wollte doch noch grinden, genau. Ja, Arc Age heute nicht mehr. Ja, spielen vielleicht, ja, aber heute nicht ausloggen. Wer es mir sagt, nicht ausloggen, okay. Ach so, du meinst sonst, ich kann ja rausgehen. Du musst die Kathedrale noch verlassen, alles klar. Gut. Gute Sache, dass du das sagst, wer es wir. Gute Sache. Nicht, dass wir dann noch wieder das alles neu machen müssen. Fürs nächste Mal. Ich werde auf jeden Fall zwischenzeitlich schon mal weiter leveln. Offline. Und wir werden uns dann nächste Woche auf jeden Fall wieder bei Lost Ark sehen. Ach, geht kurz weiter. Genau. Wünsche ich euch auch. Ne, schön, dass ihr alle dabei gewesen seid.
Und viel Spaß noch bei dem, was ihr alle vorhabt am Sonntag, ne? Ne? Also, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wenn es weitergeht mit den nächsten Streams, schaut einfach auf den Stream mal vorbei, guckt, ob ich online bin, oder ihr guckt mal in den Discord rein, schaut dann da, wann der nächste Stream angekündigt ist oder wird. Ja. Gibt diverse Spiele, die ich euch noch zeigen will. Wünsche euch was. Viel Spaß und macht's gut. Thank you.